Hallo World, hallo YouTube, das ist Magdi von Overland X und heute geht es darum, an dem Discovery 4 den Pollenfilter oder Cabinfilter zu tauschen. Das ist eine ganz einfache Sache, dauert wenige Minuten und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Bleibt dran! Chris, du schaffst das! Du schaffst das! Es gibt mir so eine Mühe, die Leute hier nicht voll zu So, das ist der Filter von Hengst. Den habe ich sehr günstig bekommen über einen englischen Online-Vertrieb. Und hier müsst ihr drauf achten, das ist der Airflow. Der zeigt euch an, wo die Luft rein und wo die Luft rausgeht. Und den bauen wir jetzt hier unten ein. Handschuhfach, das untere Handschuhfach. Klappe aufmachen. Und hier gibt es auf der rechten Seite und auch auf der linken Seite zwei kleine Laschen. Und die müsst ihr einfach nur mit dem Finger eindrücken. Rechts und links. Und dann geht das Handschuhfach nach unten auf. So, und da oben seht ihr dann, dass ist die Klappe, wo der Pollenfilter drin sitzt. Hier einmal drauf drücken und dann geht das auf. Und so sieht er aus. Und hier seht ihr schon Airflow. Die Pfeile müssen nach unten zeigen, sonst filtert das nicht wirklich alles raus. So, ihr seht, hier ist ganz schön viel Staub und Schmutz drin, was der alles rausfiltert. Guckt doch mal, dicke Blätter noch. Und das ist der neue. Der muss so rum eingesetzt werden. Die Pfeile müssen nach unten zeigen. Die Lasche hier etwas anheben. Einsetzen und so. Das Handschuhfach wieder hochnehmen, hier etwas beidrücken und schon ist alles wieder drin und verbaut.